dem Vorsänger, eine Unterweisung von David. Als Doeg, der Edomiter, kam und Saul anzeigte, David ist in das Haus Achimelechs gegangen. Was rühmst du dich der Gnade Gottes den ganzen Tag, der du in der Bosheit stark bist? Deine Zunge trachtet nach Schaden, wie ein scharfes Schermesser, so heimtückisch ist sie. Du ziehst das Böse dem Guten vor, sprichst lieber schlecht als recht. Du redest gerne so, als wolltest du alles verschlingen, du Lügenmaul. Gott wird dich auch noch stürzen, und zwar für immer. Er wird dich wegraffen, herausreißen aus dem Zelte und dich ausrotten aus dem Lande der Lebendigen. Das werden die Gerechten sehen mit Entsetzen und über ihn lachen. Seht, das ist der Mann, der Gott nicht zu seiner Zuflucht machte, sondern sich auf seinen großen Reichtum verließ und durch seine Habgier mächtig ward. Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf Gottes Gnade immer und ewiglich. Ich preise dich ewiglich für das, was du getan, und hoffe auf deinen Namen, weil er so gut ist angesichts deiner Frommen.